Aller Seelenablass. Vom 1. bis 8. November kann täglich einmal ein vollkommener Ablass für die Verstorbenen gewonnen werden. Neben den üblichen Voraussetzungen, Beichte, wobei eine zur Gewinnung mehrerer vollkommener Ablässe genügt, entschlossene Abkehr von jeder Sünde, Kommunionempfang und Gebet nach Meinung des Heiligen Vaters. Diese Erfordernisse können mehrere Tage vor oder nach dem Kirchen- bzw. Friedhofsbesuch erfüllt werden. Sind erforderlich. Am Allerseelentag einschließlich 1. November ab 12 Uhr Besuch einer Kirche oder öffentlichen Kapelle. Gebet des Herrn und Glaubensbekenntnis. Oder vom 1. bis zum 8. November Friedhofsbesuch und Gebet für die Verstorbenen. Fehlt die volle Disposition oder bleibt eine der Bedingungen unerfüllt, erlangt man einen Teilablass für die Verstorbenen. Ein solcher kann an diesen und auch an den übrigen Tagen des Jahres durch Friedhofsbesuch oder die Laudes oder Vesper aus dem Stundengebet für die Verstorbenen bzw. durch das Requiem Internam Introitus der Allerseelenmesse, Messe für Verstorbenen, Requiem Aeternam, Dona Eis, Domine et Lux Perpetuum Lucet Eis. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Wiederholt gewonnen werden. Liturgisches Direktorium für das Bistum Augsburg. Ein anderes Gebet mit vollkommenem Ablass. Jesus Christus, ich anerkenne dich als den König der Welt. Alles, was geschaffen ist, wurde für dich gemacht. Übe alle deine Rechte über mich aus. Ich erneuere meine Taufgelübde und widersage dem Teufel, seiner Pracht und seinen Werken, und ich verspreche, als guter Christ zu leben. Ganz besonders verpflichte ich mich, alle Kräfte aufzubieten, um den Rechten Gottes und deiner Kirche zum Siege zu verhelfen. Göttliches Herz Jesu, dir opfere ich meine geringen Handlungen auf, um zu erlangen, dass alle Herzen dein heiligstes Königtum anerkennen und so dein Friedensreich auf der ganzen Welt erstehe. Amen. Amen. Seele, siehe, o gütiger und milder Jesus, ich werfe mich vor deinen Augen auf die Knie. Inbrünstig bitte und beschwöre ich dich. Präge meinem Herzen lebendige Gefühle des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe ein, sowie wahre Reue über meine Sünden. Und den ganz festen Willen, mich zu bessern. Vor Liebe und Schmerz schaue ich deine fünf Wunden und betrachte sie in meinem Geiste. Dabei halte ich mich vor Augen, was im Hinblick auf dich, o guter Jesus, schon der Prophet David dir in den Mund legte. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Alle meine Gebeine haben sie gezählt. Vollkommener Ablass für die Sterbestunde. Herr mein Gott, schon jetzt nehme ich den Tod, wie er auch nach deinem Willen mich treffen mag. Mit all seinen Ängsten, Beinen und Schmerzen aus deiner Hand ergeben und willig an.
Alle Gläubigen, die zu irgendeiner Zeit ihres Lebens aus wahrer Gottesliebe und reuigem Herzen den Vorsatz fassen, den Tod, welcher Art er auch sein mag, aus der Hand Gottes mit all seinen Ängsten, Peinen und Schmerzen gleichmütig und willig anzunehmen? Wir gewinnen einen Ablass von 7 Jahren. Wer wenigstens einmal im Leben diesen Akt erweckt und die gewöhnlichen Bedingungen erfüllt, Beichte, Kommunion, Kirchenbesuch und Gebet nach der Meinung des Heiligen Vaters, gewinnt für die Todesstunde einen vollkommenen Ablass. Heldenmütiger Liebensakt. Er besteht darin, dass man alle seine eigenen genugtuenden Werke sowie alle Gebete und Werke, die man uns nach dem Tode zuwenden wird, den armen Seelen überlässt. Man legt sie passend, wenn auch nicht notwendig, als freien Geschenk in die Hände der seligsten Jungfrau nieder, auf dass sie dieselben nach ihrem Belieben austeile. Man kann sich etwa folgendes Gebet dazu bedienen. Himmlischer Vater, in Vereinigung mit den Verdiensten Jesu und Maria opfere ich dir für die armen Seelen im Fegefeuer alle Genugtuungswerke meines ganzen Lebens auf. Sowie auch alle Werke, die für mich nach meinem Tode aufgeopfert werden. Diese Werke übergebe ich in die Hände der unbefleckten Jungfrau Maria, damit sie dieselben jenen Seelen zuwende, die sie nach ihrer Weisheit und mütterlichen Liebe zuerst aus dem Fegefeuer befreien will. Nimm, o Gott, dieses Opfer gnädig an und lass mich um dessen Willen täglich in deiner Gnade zunehmen. Amen. Amen. Hierfür sind folgende Ablässe verliehen. Erstens, die Gläubigen können täglich für die armen Seelen einen vollkommenen Ablass gewinnen. Bedingungen, Beichte, Kommunion, Kirchenbesuch und Gebet nach der Meinung des Heiligen Vaters. Die Gläubigen können an allen Montagen für die armen Seelen einen vollkommenen Ablass gewinnen durch Anhörung einer heiligen Messe zum Troste der armen Seelen. Bedingungen, Beichte, Kommunion, Kirchenbesuch und Gebet nach der Meinung des Heiligen Vaters. Drittens, die Priester erfreuen sich an allen Tagen des Jahres den persönlichen Altarprivilegs. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb.